Was geht ab, Freunde? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. In der 63. Folge der Trading Road to Glory steht das Winter Wildcard Team Nummer 2 an. Wir machen darauf eine Vorbereitung. Ich zeige dir genau, welche Karten du einkaufen kannst und vor allem zu welchen Preisen du einkaufen kannst. Ich werde dieses Wochenende höchstwahrscheinlich auch All-In gehen und dazu werden wir auf jeden Fall in diesem Video die Vorbereitung machen. Wenn dir das gefällt, wie immer ein Däumchen nach oben da lassen, 400 Likes voll machen, wäre auf jeden Fall Ehrenbruder-Sache und auch gerne ein Abo da lassen. Wenn du mich supporten willst und dich selber auch supporten willst, weil hier lernst du, wie du jedes Jahr bis zu 100 Millionen Coins da tradest. Wir sind mit 22,6 Millionen auf jeden Fall gut dabei, deswegen vergiss nicht hier zu abonnieren, weil dann schaffst du das auch. Und dann noch Rest in Peace Pelé und euch viel Spaß im Video. Wir starten heute rein mit einem kleinen Rückblick der Woche. Was haben wir für krasse Gewinne gemacht? Und dazu gehen wir mal auf meinen Trading Discord. Ich habe empfohlen, Payette mitnehmen bis 18.000 Coins. Wir konnten schon kurze Zeit später im Rebound Payette für 22.000 verkaufen und haben knapp 3.000 Coins Gewinn gemacht. Am 27. Dezember dann rausgegebenen Benzema habe ich auch immer in den Videos gesagt, bis 50k einkaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber einen Tag später einfach war die Karte schon bei 56.000 Coins, also für 56.000 konntet ihr die Karte losbekommen, heißt knapp 3.000 bis 4.000 Coins netto pro Karte. Und natürlich auch im Low-Budget-Bereich mega geile Gewinne gemacht, Bronze-Rare-Karten aus den Top-Ligen rausgegeben, bis 150 bzw. 200 Coins einkaufen. Die Karten aus der Premier League haben wir verdoppelt bis verdreifacht. In der Liga A komplette Explosion, teilweise sogar Karten verzehnfacht. Und auch in La Liga, Bundesliga und Serie A sind alle Karten mal mindestens auf 400 Coins hochgegangen, teilweise sogar noch höher, also hier auch GG. Bevor viele fragen, wie du in den Discord reinkommst, ganz einfach, du musst nur einen Sub bei mir auf Twitch da lassen. Für Amazon Prime Kunden ist das Ganze sogar kostenlos. Danach Discord und Twitch verbinden und dann bist du innerhalb von 5 Sekunden im Discord. Dass ihr es auch ja nicht vergesst, erstmal ein Token-Update. Wir haben gestern den 17. Token bekommen und der war wieder versteckt und diesmal in der SBC. Lohnt sich auf jeden Fall der Token, deswegen nehmt ihn unbedingt mit. In den Top-Partien seht ihr die erste Challenge Villarreal gegen Valencia und hier bekommt ihr eben als Belohnung wirklich nur von der einen von 4 SBCs, die ihr hier sehen könnt, schon den nächsten Token. Noch ein kleiner Reminder, unbedingt diese Winter Wildcard Tagesanmeldung jeden Tag abschließen. Weil jetzt kommen die ganzen Banger Belohnungen hier in den Zielen. 6x das Tagesupgrade, 5x 84 Plus Pack habe ich schon abgeschlossen und jetzt eben auch bei der 7. Anmeldung bekommt ihr einfach ein kostenloses 50k Pack. Und die darauf folgenden Belohnungen werden auf jeden Fall auch krass mit einem 10x 83 Plus Pack. Ich hatte natürlich auch richtig fett eingekauft, mit der UV-Liste habe ich getradet aus dem letzten Video und ich habe einfach 55 Verkäufe schon wieder am Start. Ihr könnt hier einmal die ganzen Verkäufe sehen. Ich lasse jetzt extra natürlich diese Liste bis heute Abend auslaufen, um dann eben heute zu den Lightning Rounds zu vielleicht auch einem 500k Pack, was wieder in den Shop kommt, dick einzukaufen. Hier seht ihr es noch, also größtenteils Ratings, 86er, 87er Karten waren so die, die ich eingekauft habe. Auch zum Beispiel die ganzen Hero Karten, die ich eingekauft habe, könnt ihr schon sehen, sind einfach alle weg. Ich habe nur noch ein bisschen was an Rating am Start, das denke ich wird sich aber auf jeden Fall heute im Laufe des Tages auch noch verkaufen. Jetzt also die Frage, was kaufe ich heute ein, wie fülle ich meine Liste, welche Karten sind sympathisch, darauf gehen wir jetzt auf jeden Fall drauf ein. Und da starten wir erstmal mit der SBC von Maldini, die unfassbar günstig ist, Jungs. Für gerade mal 300.000 Coins. Diese Karte war einfach gerade noch bei knapp 480.000, ist natürlich durch den günstigen Preis der SBC sehr, sehr stark runtergekracht. Und ihr müsst euch vorstellen, Leute schließen diese SBC natürlich ab, weil sie günstig ist und dadurch bauen die ihre Teams um. Und deswegen hat es ordentlich gekracht am Markt im Bereich der Innenverteidiger. Den Maldini spielt gefühlt 99% der Leute als Innenverteidiger und da könnt ihr gleich sehen, was passiert ist. Ein Nesta um 13% runter, Puyol, Chero, Baresi und so weiter. Auch Special-Karten beispielsweise, Hero-Karten sind sehr, sehr gut runter, wie ein Carvalho, ein Mascherano, ein Marquinhos in Form und ein Piqué. Ihr seht, da sind noch einige weitere Seiten mit weiteren Innenverteidigern, die sehr, sehr stark runtergegangen sind.
Was ich euch einfach allgemein sagen kann, ist, dass ich vermute, dass wir hier auch wieder kleine Rebounds sehen können. Also die werden sich wieder ein bisschen erholen. Wenn ihr da wirklich ein bisschen was einkaufen wollt, könnt ihr das heute Abend bzw. heute Nacht machen. Das ist aber kein Invest, sondern das sind dann wirklich nur Karten, mit denen ihr eure Liste füllen sollt. Heißt, ihr kauft diese Karten einfach heute Abend, vielleicht so gegen 21, 22 Uhr ein und dann verkauft ihr die Karten schon direkt, indem ihr die Karten auf die Liste stellt. Ein Konaté beispielsweise ist ganz gut runtergegangen oder eben auch hier um knapp 17% eben der Kim. Nehmt euch solche Karten einfach gerade mit auf die UV-Liste, direkt anbieten, sodass ihr die auf jeden Fall am Samstag schon ganz gut verkauft bekommt. Ihr solltet nämlich allgemein teure Karten natürlich auch relativ zackig wieder verkaufen, deswegen das Risiko sollte euch da auf jeden Fall bewusst sein. Vor allem eben aus dem Grund, dass das Team of the Year Voting schon am 10. Januar beginnt. Und wenn irgendwas mit Team of the Year im Ladescreen ist oder Leaks rumgehen, dann kommt Panik auf den Markt und dann wird wahrscheinlich alles gefühlt runtergehen. Dazu zählen Special-Karten, dazu zählen natürlich alte Event-Karten, Meta-Gold-Karten und so weiter. Nächstes sehr, sehr wichtiges Thema, das Winter Wildcard Team Nummer 2. Heute Abend startet die Promo und ich glaube, das Team könnte auf jeden Fall mit dem Team mithalten, was wir gerade am Start haben. Deswegen denke ich, dass auch wieder sehr, sehr viel Pack Supply auf jeden Fall am Wochenende sein wird. Hier könnt ihr nochmal ein paar Leaks sehen, beziehungsweise die Karten, die geleakt wurden, die auf jeden Fall kommen werden. Ein Benzema, Kimmich, Verratti, Robertson, dann diese Viererreihe hier. Und die Jungs, ein McKennie, ein Elli und ein Raspadori und ein Fofana sind nur eine Prediction. Heißt, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Spieler auch in Winter Wildcard Team 2 sehen, die noch nicht geleakt sind. Also auf sowas freue ich mich auf jeden Fall auch. Finde ich cool, wenn nicht immer alle Karten direkt geleakt sind. So, Winter Wildcard Team Nummer 1 konnten wir ganz gute Gewinne mit den Ratings machen. Mit manchen mega dicke Gewinne, mit manchen nur sehr, sehr geringe Gewinne. Aber ich denke mal, dass wir dieses Wochenende im Bereich der Ratings wieder ein bisschen fallen werden. Durch die Jairzinho SBC, Maldini SBC vielleicht nicht ganz so extrem, weil viele Leute die eben abschließen. Aber ich vermute, EA wird sehr, 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 sehr gierig wieder werden. Wir könnten 300k Packs, 500k Packs auf jeden Fall wieder sehen, so dass Ratings eben weiter sinken. Ich nenne euch jetzt mal die genauen All-In-Einkaufspreise, wann ihr auf jeden Fall investieren könnt. 91er Karten würde ich empfehlen, so bis 50.000 Coins. 90er Karten bis 40.000, ich denke, dass wir das in den Kartenbereichen nicht erreichen werden. Aber 89er, wenn die bei 28k sind, werde ich wahrscheinlich meinen All-In-Invest starten. Deswegen habe ich mir eben auch schon ganz gut Knete beiseite gelegt, um dann eben wirklich flüssig zu sein zum Event. Aber zurück zu den All-In-Einkaufspreisen. 88er, wenn die bei 20 sind, sind die genauso sympathisch wie die 89er. Also das sind so meine Favoriten-Ratings auf jeden Fall. 87er, so bis 14.000 Coins. Ich möchte euch nur noch mal kurz daran erinnern, dass diese Karten wirklich sehr, sehr hoch mittlerweile waren. Also die waren bei 19.000, 20.000, was die Karten auch wieder erreichen werden. Deswegen, da könnt ihr durchaus auch rechnen, dass ihr langfristig eure 5.000 Coins Gewinn pro Karte macht. 86er könnten auf 11.000 fallen, ist auch ein super Preis, eben um einzukaufen. Hier sind die Hochpreise meistens so 15.000 bis 16.000 Coins. Sollten wir diese besagten Ratingpreise heute Abend sehen, dann werde ich mir auch wieder eine UV-Liste im Bereich der Ratings bauen, natürlich ganz easy und ganz classic. Hier könnt ihr mal die ganze Liste sehen. Das ist eine alte Liste, die ich euch schon mal gezeigt habe, aber genau die werde ich eben auch wieder bauen. Bevor mich auch wieder 1000 Leute in den Kommentaren fragen, Jungs, hier sind die ganzen Regeln und die Aufpreise für die Liste. Noch eine ganz, ganz wichtige Regel für UV-Listen am Freitag: kauft die unbedingt in der Nacht ein. Je später ihr einkauft, desto bessere Preise könnt ihr auch auf dem Markt immer ergattern. Ich kaufe meistens Freitag wirklich so um 1, 2 Uhr in der Nacht ein. Wer da die Zeit hat, muss dort einkaufen. Jetzt seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, was ich heute Abend einkaufen werde, was du da draußen auch einkaufen kannst heute Abend, um deine Coins zu machen. Morgen gibt es wahrscheinlich das nächste Video. Wer weiß, vielleicht bin ich da auch schon all in gegangen. Lasst euch überraschen, lasst ein Däumchen bei dem Video noch da, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen in Zukunft. Und auch morgen das Video unbedingt abchecken. Und genau, ich wünsche euch dann einen angenehmen und schönen Start ins Wochenende. Bis morgen. Ciao, ciao.